Hallo meine lieben Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Disciples 3 Renaissance Big Power. Nee. Wo ich jetzt erstmal wieder meinen Zug beende und einen Karamellbonbon einwerfe. Dann werden wir jetzt erstmal den nervigen Nachbar des Drachen vernichten. Vielleicht nachdem wir uns diesen unschönen Gegnertrupp entledigt haben. Was getan werden muss. Was kann ich für euch tun? Heilo. Nennt mich Haros. Und wieder ist ein Kampf geschafft. Und ich muss meinen Zug beenden. Wenn ihr meint... Offensichtlich meinte er den Wachen. Schwarz. Ausgezeichnet. Du hast das Amulett. Es
ist ein Diener des Meervolks. Stirb! Mein Gott, im Vergleich zum anderen ist der Drache direkt ein Arsch. Och, ganz im Ernst. Ich bringe Verderben! Komme schon! Ach du Scheiße, nein, das tue ich mir jetzt nicht an. Das werde ich jetzt ein bisschen beschleunigen. Und das war's mit dem Schwarzdrachen. Was für ein Versager. In der Richtung noch irgendjemand. Nein, niemand außer den Nagern. Komme schon! Zu Ben. Ich komme!
Ihr habt ihn getötet? Welch traurige Nachricht. Das wollte ich zwar nicht, aber ihr habt meinen Wunsch erfüllt. Ich habe gehört, dass euch Männer des Imperiums im Weg stehen. Ich werde ihnen ein bisschen Angst einjagen. Dadurch wird eure Reise einfacher werden. Zu spät, das Imperium habe ich schon vernichtet. Wieder ein Gegenstand. Neuer. Wie schön. Alles läuft perfekt. Wie lange noch? Warum ist jetzt eigentlich die Bewegung schon wieder nicht möglich? Wie lange noch? Komme schon! Ich renne! Vielen Dank, Harus. Die Macht des Amuletts hat die Flüsse gereinigt. Der See wird zu neuem Leben erwachen und mit ihm auch der Tempel. Ihr hättet mir ruhig sagen können, dass dort Drachen wohnen. Ich bin davon ausgegangen, dass sie kein Hindernis für dich darstellen würden. Bitte vergib mir, wenn dadurch deine Mission erschwert wurde. Du hast deinen Teil der Abmachung erfüllt. Jetzt bin ich an der Reihe. Unser Volk hat von dir gehört. Du warst ein Freund Laglans und er kannte die Geheimnisse des Elfengottes. Und diese liegen wahrscheinlich tief in deinem Gedächtnis verborgen. Deshalb war Betrizen so erpicht darauf, dich in seine Finger zu bekommen. Aber während des Rituals der Umwandlung wurde dein Gedächtnis entstellt, so wie dein Aussehen. Und nur die entfesselte Macht eines Engels konnte es wiederherstellen. Deshalb hat der Gefallene nicht bekommen, was er begehrte. Mein Gedächtnis ist zurückgekehrt, aber selbst jetzt kann ich mich an nichts erinnern, was für Betrizen von Wert wäre. Ja, und ehrlich gesagt, ich bin froh über deine Unwissenheit, denn Wissen hätte Betrizen in die Lage versetzen können, die Mauern seines Gefängnisses zu sprengen. Wenn ihr meint... Nee, ich werde jetzt erstmal etwas anderes tun, bevor ich weiter in die Richtung ziehe. Ich werde jetzt erstmal mein Gold noch ein letztes Mal aufstocken und dann... Harus vollständig hochleveln. Ich komme! Aufzustocken, muss ich aber erstmal eine Festung mit einem Laden erreicht haben.
Oder irgendeinen Laden halt. Gasthaus. Da ist die nächste Festung. Jetzt werden alle meine Gegenstände, die ich nicht mehr brauche, verkauft. Der ganze Müll muss weg. Kurzen Austausch vornehmen. Da ich die Sphäre der Führung gar nicht gebraucht habe, werde ich sie nun auch verkaufen. Der Herrschaft. Das dürfte genug Geld sein. Vermutlich habe ich nun zu viel Geld, aber das ist auch egal. Gewiss! Warum sollte ich hier eine Pause brauchen? Und ich habe
habe das Ausbildungslager erreicht. Der Allvater hilft mir. Der Allvater hilft mir. Wow. Ich habe alles nur Erdenkliche verkauft. Und ich habe mich nochmal ordentlich gelevelt mit dem Ausbildungslager. Tja, es hätten mir noch 3 Fähigkeiten gefehlt, dann hätte ich es geschafft. Ich komme! All meine Mittel aufgebraucht. Gewiss! Warum sollte ich hier eine Pause brauchen? Es geht voran. Noch ein Drache. Ich warte. Ich bin immens stärker als gerade. Wie lange noch? Ich komme. Man nennt mich Harus. Voluntas. Schwächlinge. Voluntas. Thank you.
Trupp der Zwerge. Oder wie sie hier in dem Spiel heißen, Bergclans. Und
Ein weiterer Trupp des Feindes wurde vernichtet. Und noch eine Gruppe des Feindes. Man nennt mich Harus! So, das sind alles Nahkämpfer. Die sind ja absolut unterlegen. Nicht, dass dieses Zugsystem noch irgendwas bringen würde. Die Menschen sind vernichtet, die Elfen sind vernichtet. Es gibt eigentlich nichts mehr, was mir noch Widerstand leistet. Ich renne hier jetzt einfach nur noch über die Karte und GTA. Feindliche Dämonen. Und an dieser Stelle mache ich jetzt mal wieder einen Cut. Es war mir wie immer eine Freude, euch als meinen Zuschauer zu haben. Like das Video, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt Kommentare, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr mich schon abonniert habt und noch nicht das Glockensymbol neben dem Abonnieren-Button geklickt habt, macht es, damit ihr in Zukunft keines meiner Videos mehr verpasst. Das war's für heute von Big Pauli. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis dann. Ciao.